ich will dieses Video eigentlich überhaupt nicht aufnehmen, habe gar keine Lust mehr und ja. Ja, Leute, was geht mit zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Kingdom Battle. Wir sind schon bei Kapitel 3. Legen die Harten los. Jetzt müsste ich wissen, wie Kapitel 2 hieß. Wenn ihr das noch wisst, schreibt gerne den Satz oder das Ding in die Kommentare. Den Satz wahrscheinlich, ja. So. Besiege 8 Gegner. Einfach. Dachte ich zumindest bis jetzt. Und dann sehe ich die Grobi an. Und dann spawnt auch. Er soll uns einfach nur weghetzen. Ich sehe es schon. Okay, dann. Wir hauen erstmal den Grobian raus, weil ich glaube, der Grobian ist zurzeit der stärkste. Ich weiß nicht, ob die Verteidiger jetzt schon kommen oder erst im nächsten Kapitel. Aber ja. Yeah. Da ist noch ein Grobian. Ja, ja, wir machen erstmal den einen weg hier. So. Placen den dahin. Rabbit Yoshi Line. Genau. Und lassen Rabbitus Ichus den letzten Dash vollführen. Mit einem weit, weit nach vorne gelegenen Sprung hierhin. Ne, hierhin, um sich da zu verstecken. Weil vor ihr ist ja jetzt kein Gegner mehr. Weil der Grobian ist ja jetzt gleich weg. 100 Schaden mit dem Dash. Wahnsinn. Jetzt erstmal Mario die Heldensicht an. Ich schieße mit Rabbit Peach, weil die sonst. Ah doch, sie trifft den auch. Sie trifft, aber den Hintern trifft. Egal, ich schieße trotzdem mit Rabbit Peach. Und jetzt kriegt der Honig ganz glücklich aus. Nein, er kriegt Stoß und ist abseits, ist er raus. Ach nee, Mario hatte einfach nur keine Lust nachzuschießen. Ach so. Ah, kenn ich. Nee, Rabbit Yoshi, schieß mal rein, bitte. Mach den mal kurz raus. Den mag nämlich keiner. Die ollen Grobiane hier, weg damit. während... Wieso kann... Ist sie schon geschossen? Echt? Okay, dann schießt Mario einfach mal den da oben. Dann hätten wir doch mit Mario schießen sollen. Ah! Und, Yoshi, du gehst in die Blase. Ja. Würde ich schon sagen. So. Ja, mal gucken. Ein Gegner haben wir ja schon, einer der schwersten. Ach ja, dich gibt's ja auch noch. Günther, hi. Doppelschuss. Jetzt leben aber beide noch. Nein! Ach Mann. Aber es mit der Blase ist schon eine schlaue Idee, jetzt vor meinem Vorhang läuft anzumachen. Yeah. Wenn das jetzt wieder ein Grobier ist, ist ein Grobier. Was soll ich denn machen? Ich sterb hier. Ich tu krepieren, tu ich. Och, Mann. Will. Ah, der kommt aber nicht hoch, wenn ich oben bin. Ja, guck mal, das ist doch. Ja, guck, da stellst du dich dahin. Rabbitus Pichus. Und machst den da hinten einfach aus. Fertig. Ganz einfach. Also, hier, du. Also, Probleme gleich null. Zumindest in dieser Runde. Bist du Mario? Weil dann könntest du Stampfattacke machen. Da würde ich sogar sagen, ich weiß nicht, ob wir ihn erreichen, aber ich würde auf den Grobian schießen. Pam! Wir erreichen die ganz knapp nicht. Schade. Rabbitus. Waschus. Kannst den auch noch dashen und sogar noch hüpfen. Rabbit Yoshi, dann hüpf du mal. Hier hin. Und du triffst ihn sogar, wie cool. Einfach über die ganze Map drüber schießen zu dem da drüben. Ich wette aber mit euch hier auf der oberen Stage wird auch noch ein Grobian spawnen. Das war ein schönen Crit. Saftigen Crit. Yes, mit Abseits. Woo! Und dann läuft er nicht. Dann machen wir dich mal kurz raus hier. Ich muss nichts machen. Die stehen da hinten doof rum und können nichts. Ach ja! Den Hans Werner gibt's ja auch noch. Oh Gott. Okay, die zwei tun sich zusammen, aber der schafft es noch nicht durch die Brücke. Und das ist auch ein Grobian, oder? Oh hell yeah! Okay, wir machen erstmal den da unten weg.
dann würde ich sagen, okay, Yoshi muss sich auf jeden Fall jetzt. Ja. Nein! Ich will in die Taktikkamera und den da. Also Yoshi wird auf jeden Fall getroffen, egal von wem. Von einem wird er getroffen. Und hier unten gibt's auch noch eine Stage! Oh nein! Die letzten vier sind wahrscheinlich nur Grobiane. Das wären 2080. Das wäre mehr als meine Videoauflösung. Hauptsache Mario kommt hier weg. Ja, ja, Mario, du versteckst dich da, sodass dich keiner sieht. Achso, du springst einmal über die ganze Fläche, sodass sich jeder sieht, wo du hinlandest. Ach, das passt schon. Das schneide ich raus. Er wird ja so oder so getroffen. Und mit extremst viel Glück hätte ich sogar Stein, das wäre super. Okay, dieses Glück habe ich nicht. Rivet Luigi? Es tut mir leid. Der macht ja nur 150. Wenn er angerannt kommt, dann. Und Mario kann sowieso nicht mehr schießen. Ja, du, dann, nee. Wahnsinn, hat sich das gerade gelohnt. Okay. Also, es ist klar, er wird. Ach, die gibt's ja auch noch. Aber der wird, Gedönsi nicht erreichen. Definitiv nein. Einmal hier weg da und dann wird hier aber drauf geschossen wie was weiß ich was hier. Welcome to the war zone. Mario, du rennst da einfach rein, dashst den, machst einen Sprung auf den da und dann denkst du darüber nach, was für ein Riesenproblem wir jetzt haben, okay? Gut. Leute, und ihr schreibt bitte mal jetzt in die Kommentare, ob wir das diese Runde schaffen oder nicht. Ich vertraue auf euch. Halt, Luigi, Dings, der kann ja auch noch dashen. Mal gucken, so, wir schießen erstmal den weg. Mit extrem viel Glück meistern wir das jetzt. Lauf. Ich habe vergessen, die Heldensicht anzumachen. Bin ich doof? Nein! Nein! Ich bin ja so ein Toastbrot. Nein! Lauf! Bam! Okay, aber immerhin. Und der da unten, der kann nicht. Okay. Es könnte langsam ein bisschen schwer werden. Nein, doch, Mario! Was? Ist ja eine Stufe weg. Das ist richtig. LOL! Und wir drücken ihm noch einen Crit rein. Es tut mir leid, Mister. Den hier von zu oben zu machen, würde sich an. Und wir gut Schaden machen. Kommt jetzt hier hochgerannt. Er reicht uns auch nicht.
Dash. Aha! Saving the universe. Dash. Aha! We are unstoppable. Ich hab keine Ahnung, wie das geht. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. An der Stelle mache ich nochmal Werbung. Um das gekonnt zu überspielen. Nein. Oh, ja. Aber das mache ich. Pam! Yeah. Was? Warum? Also, wenn ich hier so wie den Controller hochhalte, dann... Yeah! So. Irgendwie hatte ich gerade eine Stellung, in der der Greenscreen mich nicht mochte. Keine Ahnung. Du machst da richtig hinten, auch wenn du kein Stromgerät bist. Ach, wir haben gewonnen. Ja. Bin halt gut. 11 Minuten auch schon rum. Geht hier noch eine lange Schiene herunter. Ja, ich habe gerade das Wort für Schiene gesucht. Und hinten gibt es noch eine Kiste zum Mitnehmen, und zwar Tachrotkarte. Sombrero Bolero. Okay. Hat uns nichts gebracht. Das hat uns nichts gebracht. Und hier gibt es wieder nichts, weil wir noch nicht das Drill, also das Bohren halt gelernt haben. Ach cool, mit Loop Loop. Hätte ich auch was. Ui. Oh, hier gibt's Story. Ich bin leise. Herzlich willkommen zum schwersten Rätsel im Spiel! Woo! Ich mach's mir bequem. Die Folge endet, wenn wir das geschafft haben. Irgendwer füttert diesen Kettenhund mit Keksen in Rabbit-Form. Er denkt jetzt vermutlich, die schmecken alle wie Mürbegebäck. Ach! Stimmt. Ich kann nichts machen, ja? Ah doch, ich kann da drüben die Statue holen. Was ist denn von mir verlangt? Ja? Nee. Ja, nee. Ja, nee. Hat das irgendwas gebracht außer den Pilz? Ja, aber wie komme ich da jetzt hin? Haha, haha, haha. Anstatt du hier runterspringst, Mario, weißt du? Okay, nee, irgendwie nicht. Blau. Ja, da, 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 da. Welche Röhre ist das? Wie komme ich da hin? Bitte, ah. Antworte, was ist das für eine Röhre? Ich sehe hier keine. Ich habe zwar halt ein Ding. Ich sehe es gerade richtig toll. Ich tu das da drauf. Oho. Okay, und wo komme ich hier raus? Ich will jetzt wissen, wo ich da hinkomme. Da habe ich nämlich keine Ahnung. Das ist ein Röhrenausgang und ein Röhren. Röhreneingang und ein Röhreneingang. Das ist falsch designt hier. Lava Cookie Booth. Warum auch nicht? Oder? Wir haben hier einen Röhreneingang und da drüben auch einen Röhreneingang. Das heißt, das Spiel ist falsch designt. Leute, ist sofort Dislikes. Schlechtes Spiel, das kann kein Mensch spielen. So, das ist. Wie kommt denn die Statue denn? Die habe ich doch gar nicht. Egal. Du Button. Hey, ja.
Hauptsache, ich kann mir die jetzt da unten nehmen. Weil ich keine Ahnung habe, was ich mit der machen. Doch! Ich die jetzt deinen Platz hier gibt. Ich hab dafür die Macht hier reinzubringen. Im Game zu. Ja? Ja, aber das bringt mir nichts. Oder? Doch, stopp. Ich kann ja dann auch zu dem Grün gehen. Und dann beim Grün kann ich mir das schnappen und runtergehen. Oh, ich glaube, ich hab's, Leute. Ich glaube nicht, aber es könnte sein. Ja, dieser. Das nervt mich gerade voll, dass da dieser Fehler drin ist. Aber jetzt können wir uns den dann nehmen. Da wissen wir, dass das da hochgeht. Gönnen. Nen. Den auf Gelb platzieren. Und hab's geschafft. Mein IQ ist hoch 1000. Ich bin so richtig schlau. Wir können hier runterlaufen. Und haben das schwerste Rätsel im Spiel geschafft. Und ich sehe Verteidiger. Und das heißt, das sehen wir aber erst beim nächsten Mal. Der speichert nicht, oder? Ich kenne das Spiel, doch der speichert nicht. Jetzt hat er gespeichert. Es ist nur ein Erreiche des Gebiets. Soll ich das noch in die Folge quetschen? Es ist einfach nur ein Durchrennen mit den Cookie Boos noch. Es könnte richtig gut laufen an sich. Ja, doch. Double Peach stellt sich dahin. Wir tanken alles. Wir rennen einfach nur durch. Ich bin running through the jungle. Hier war das, gell? Och, ich weiß das doch nicht. Nee, es geht auch der zweite danach. Der zweite. Also hier, der da. Wehe, das stimmt nicht. Doch, perfekt. Wir hier so einen schönen Weitsprung machen. Nach hier hinten. Und schießen den Verteidiger von hinten kaputt. Nichts ahnend steht er da. Und wird kaputt gemacht. Bam! Okay. Triffst du? Du triffst Mario nicht. Du triffst Mario nicht. Okay. Yes, der ist auch weg. Cool. Und den treffe ich. Da gibt's ja noch Cookie Boost, stimmt. Auf die Cookie Boost! Ich drücke immer häufiger, weil ich dann denke, dann ist Mario stärker. Okay, den machen wir noch an. Und sonst kann keiner mehr schießen. Rabbit Yoshi, du musst vollkommen geschützt sein, weil du jetzt der bist, der durchdashen muss. Und Rabbit Peach, du auch, einfach weil du Rabbit Peach bist. Und dann sind die Gegner dran. Und mal gucken, ob wir es schaffen. Der kann sich nicht mehr bewegen. Nein, er hat die Ultra-Chance. Der auch. Keiner von uns kann angreifen. Hat er uns gerade 2 cm zurückgezogen? Es sind nur 2 cm, ja. 2 cm können im Schnitt viel ausmachen. Dafür schießen wir auf den Cookie Bruder. Ach ja, können wir ja nicht! Hey, here we go! Bis wohin kannst du? Du kannst direkt neben den Verteidiger. Weil dann geht Mario dahin. Da. Jump up super high. High up in the sky. You know that you will die. Bis wohin kann Rabbit Peach? Weil dann hätten wir noch Ultra den. Ach, Rabbit Peach kann gar nicht mehr laufen. Ja, okay. Dann rennt und dasht und Sprung weit nach vorne. Kann aber nicht angreifen. Okay, relativ egal. Er hat sich ja gerade komplett vor allem geschützt. Deshalb tankt er, glaube ich, das einen noch weg. Während wir in der Hoffnung den da hinten treffen. Vielleicht. Yes, sehr schön. Und er ist vielleicht sogar raus. Nee, er überlebt.
Dafür ist der da raus. Pam! Okay. Immer wieder ein schönes Gefühl, Gegner kaputt zu machen. Ja, ich heil mal, weil das sich gerade anbieten würde. Hier seht ihr das. Gerade also, weil ich das anbieten würde. Anbieten. Wie war ich da? Seht ihr das? Da. War ich nur ein Stück. Bin ich aus dem Bild raus? Beschwert er sich doch auch nicht. Warum dann, wenn ich mich irgendwie komisch finde? Egal, ich werde das noch irgendwie hinkriegen, dass das mit dem U2S funktioniert. Man sieht das gar nicht. Es sieht aus, als wäre ich nicht. Ich kann mich da einfach durchfassen. Und ja, das war mir klar, dass du auf den gehst. Einfach, weil er schon am weitesten ist. Der Cookie-Boo geht auf Mario, okay. Und der andere geht auch auf Mario. Nein? Auf Mario wäre besser gewesen. Schade. Dann hätte ich vorausschauendes Arbeiten können. Stopp. Mario? Nein! Okay. Problematisch. Kann greifen, kann er auch nicht. Wo ist der? Ach nee, der Cookie Boost wieder um. Ich weiß, ich könnte mit Luigi dahin springen. Will ich das? Eigentlich nicht. Aber irgendwann mal probieren wir das aus. So, der kriegt natürlich voll die Bombe ab gleich. Aber erstmal lasse ich Mario. Ne, erst die Bombe. Und dann kann Mario draufhüpfen noch, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Zack. Sehr schön. Jetzt kommt Mario mit einem weiten Sprung. Zack. Und springt bis hierher. Und kann auch von hinten ihm eine mitgeben. Super. Super Bleifrei. Genau. Jetzt kann Rabbit Luigi in der nächsten Runde komplett ohne Angst einfach nur durchrennen. Ihm kann nämlich nichts mehr passieren. Vor allem ist kein Gegner mehr. Er kann vielleicht noch getroffen werden, aber ich glaube nicht, dass die Cookie Boos ihn jetzt zerstören können innerhalb von zwei Runden. In einer Runde. Also jetzt ist es ja. Ist es noch eine Runde? Bitte sei mir noch eine Runde. Bitte. Ich will nicht noch mal eine ganze Runde warten. Er schafft es nicht, ganz knapp nicht. Und Mario steht auch nicht wirklich weit. Stopp. 1000 IQ. Wenn ich dich dahin stelle, Mario. Und Rabbit Luigi? Rabbit Yoshi? Wow, ist das knapp. Aber er schafft es. Sehr schön. 23 Minuten sind okay für die Videoaufnahmezeit. Ja, das ist machbar. Ich hoffe, ich kann die Dateien umbenennen in MP4 und nicht MKV, weil sonst wäre ein bisschen problematisch. Ja. Wir kriegen natürlich vollstes Perfekt heute. Sehr schön. Oh, und 6000 Münzen. Leute, dann sind wir jetzt auch schon, glaube ich, so wie es aussieht, kurz vor Kapitel 4. Ich verabschiede mich. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ciao.